Aber jetzt kommen wir erstmal zum wichtigsten Punkt. Wir gehen mal kurz die Mannschaften hier durch. Wer von denen tatsächlich interessant sein könnte für die erste? Der sieht auf jeden Fall richtig gut aus, Digga, mit seinen 16 Jahren. Bei dem scheißt halt so die Größe rein, Mann. 1,77 kann ich halt nicht als Stammtorhüter nehmen, ne? Vor allem, weil er halt 9 Sprunghöhe hat. Das ist halt das Hauptproblem. Aber wir können ihn sicher schon mal verleihen. Der kommt auf jeden Fall auch. Aldo Kalulu wechselt eh. Er ist, glaube ich, dann doch zu schwach. Gubinelli, weiß ich nicht. Tizian Tucci können wir probieren. Können wir mal hochziehen. Der hat auch gute Leistungen eigentlich. Ne, warte mal, das war nicht Suter, oder? Ja, wer war denn das, wo hier so viele Tore geschossen hat? Mehmet Manis? Ah, der geht ja zu Hebei China Fortuna. Der geht einfach in die chinesische Liga, bester Mann. Nicolas Suter, doch, das war, glaube ich, der. Aber irgendwie hat das nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob wir ihn hochziehen sollen. Nein, ich brauche. Nee, wir brauchen ihn nicht. Komm, scheiß auf den. Scheiß auf den, Digga. Okay, dann wird's hier Theo Gradei. Können wir halt überlegen, ne? Die beiden können wir halt echt überlegen. Elmedin Fasic. Digga, ich glaube, ich ziehe den einfach mal hoch. Und Theo Gradei auch. Und zur Not können wir die immer noch verleihen dann nächstes Jahr, wenn es gar nichts wird. Hier, Chipperfield auf jeden Fall. Das war es dann aber auch erstmal. Und hier ist sowieso keiner relevant. So, jetzt gehen wir es nochmal genau durch. Also, Heinz Lindner hat eigentlich immer gut gehalten. Durchschnittswert ist dann doch ein bisschen geringer, gerade halt aufgrund der Hinrunde. Wo er sich den einen oder anderen Patzer geleistet hat oder das eine oder andere schlechte Spiel. Dagegen Nikolic, der hat bei seiner Leihe sehr gut gespielt. Und Peters in den zwei Spielen auch, wobei die zwei Spiele halt wenig aussagekräftig sind. Ein Vorwahl in der U21, weiß nicht genau. So. Dann erstmal kurz die Saisonanalyse, danach gucken wir, wen wir verleihen, wen wir verkaufen und bla bla bla. So, dann Elis Isufi. Meistens als Rechtsverteidiger hat das auch ganz ordentlich gemacht. Ja, leider offensiv noch ein bisschen zu wenig. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Torbeteiligung. Aber das wird auch mit der Zeit kommen. Genauso wie Levante, der hat das auch ordentlich gemacht in seinen 7 Spielen, als er da kurzfristig hochgezogen wurde. Silvan Widmer, insgesamt 27 Spiele. Gerade in der Hinrunde sehr stark. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann kamen seine ersten Wechselgerüchte in die Premier League, dann ist er komplett durchgedreht, hat ein kleines Loch gehabt, dann hat er sich einigermaßen wieder gefangen, kamen die nächsten Gerüchte, hat er sich verletzt und dann war vorbei. Dann kam der auch nicht wirklich wieder auf auf sein Niveau zurück, was er hatte. Deswegen, also den gebe ich im Sommer gerne ab. Da gibt es immer noch gute Interessenten, also da, aus dem werden wir ein bisschen was rausholen, auch wenn sein Vertrag dann im nächsten Jahr ausläuft. Die 7 bis 10 Millionen kriegen wir da, glaube ich, schon hin. Dann Haidari, sehr stark. Der hat mir tatsächlich auch gut gefallen, dafür, dass er 17 bzw. jetzt 18 Jahre alt ist. Den würde ich auch gern holen. Da müssen wir gleich nochmal bei Juve anfragen. Lovink, richtig stark. Insgesamt 32 Spiele gemacht. Ihr seht die Durchschnittswertung. Krasser Typ. Einzige Manko, er macht einfach den Ramos, sammelt nur gelbe Karten. Tim Klose mit 24 Spielen war grundsätzlich solide. Ich würde ihn auch als dritten Innenverteidiger wahrscheinlich behalten nächstes Jahr, wenn wir keinen anderen finden. Wenn zum Beispiel Cistana kommt, dann brauchen wir Klose nicht mehr, weil ich gerne die Reihenfolge Widmer, Lovink, dritter Verteidiger und dann Haidari hätte. Müssen wir mal schauen. Van der Werft an sich in Ordnung, aber hat kaum gespielt. Hat halt auch immer wieder schlechte Spiele drin gehabt, deswegen weiß ich nicht.
Werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht verpflichten, wir haben eh keine Kaufoption. Ich habe auch keinen Bock mit Salzburg da zu verhandeln, auch wenn der Vertrag ausläuft. Das wäre halt vielleicht nochmal ein Punkt, wo man sagt, okay, zur Not können wir immer noch Van der Werf holen. Aber grundsätzlich eigentlich eher nicht. Roche ist saustark. Der hat mir richtig gut gefallen, aber den werden wir halt niemals von Monaco losbekommen. Er hat auch seinen Marktwert wieder gesteigert. Das ist halt jetzt scheiße, ne? Er war Anfang der Saison 3 Millionen wert. Und jetzt ist er schon wieder bei 6 Millionen. Das ist halt echt behindert. Naja. Kradai, ja, der hat ja nur Zweite gespielt. Raul Pedretta hat seine 19 Spiele gemacht, aber nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Bin ich sogar auch fast der Meinung, dass wir ihn verkaufen werden. Frosinone Calcio hat auch Bock auf ihn, deswegen warum nicht? Yannick Marchand hat mir auch nicht gefallen. Werden wir wahrscheinlich auch abgeben. Ich glaube, aus dem wird auch nicht groß was. Elmedin Fazlić haben wir jetzt gerade hochgezogen. Taulant Xhaka. 28 Spiele gemacht. Durchschnittsbewertung sagt nicht so gut. An sich aber echt ein wichtiger Spieler. Also der war, glaube ich, für den Kader extrem wichtig. Der hat auch immer gute Leistung abgerufen, beziehungsweise auch das Team gut stabilisiert, wenn er drin war. Der war auf jeden Fall schon wichtig. Kasami. 11 Torbeteiligungen in 34 Spielen als Box-to-Box ist, glaube ich, echt in Ordnung. Gefühlt jede dritte Partie eine Torbeteiligung. Durchschnittsnote ist auch okay. Fabian Frey in 36 Spielen 10 Torbeteiligung. Eigentlich das gleiche wie Kasami. Teilweise sogar einen Tick stärker, wenn er in Form war. Aber hat halt auch mehr Löcher gehabt. Also mehr Formtiefe gehabt als Kasami. Zufi. Unser Vorlagengott, der das Tor selber fast nie gefunden hat. 30 Partien, 18 Scorer. Ist, glaube ich, eine richtig ordentliche Quote für einen Zehner. Auch sehr gute Durchschnittswerte. Also er war echt wichtig für uns. Und Jakob hat das auch richtig gut gemacht. 31 Partien und 11 Scorer. Durchschnittswertung sagt auch richtig gut. Also. Der hat mir auch geil gefallen. Ist direkt das Interesse von Norwich und von Salzburg da. Kann sein, dass wir den nicht halten können im Sommer, wenn da gute Angebote reinkommen, werden wir dann schauen. So, Chipperfield. Brauche ich nichts zu sagen. Der hat noch nicht gespielt. Padula auf seiner Leihe auch nicht die besten Spiele gehabt. Bis richtig schlechte Spiele. Cikrova. Der hat sich Gott sei Dank gesammelt in der Rückrunde. Hat dann letztendlich 35 Partien und 16 Torbeteiligung. Sehr gut. Mit einem ordentlichen Durchschnittswert eigentlich auch. Valentin Stocker, wir haben oft genug über ihn geredet heute. Ja, viel zu wenig für den Kapitän. Viel zu wenig gespielt aufgrund seiner Verletzung. Der wird definitiv im Sommer gehen. Da kann der noch so gut sein in der Vorbereitung oder was weiß ich wo. Oder beim neuen Verein, das ist mir dann scheißegal. Der wird auf jeden Fall gehen. Julian von Moos hatte eine gute Hinrunde eigentlich. Danach kam ein bisschen wenig. Fulham, Hamburg und Darmstadt sind interessiert. Könnte man tatsächlich auch über ihn nachdenken, ob man ihn gibt. Ich hänge jetzt auch nicht allzu sehr an ihm. Ist immerhin 1,2 Millionen wert, ja gut. Afimiko Pululu, 30 Partien, 12 Torbeteiligung. Ja, hat halt, wie so viele Junge, einfach seine Hochs und Tiefs. Teilweise zu wenig Konstanz gehabt. Alles in allem ist das, glaube ich, in Ordnung. Mit dem würde ich auch gern weitermachen eigentlich. Vichy ist dann tatsächlich ein bisschen wenig auf seine Einsätze gekommen. Oft halt auch nur eingewechselt, ist es eh schwerer als von Beginn an. Und ja, kann sein, dass es für den dann auch nicht mehr ganz reicht nächstes Jahr. Vielleicht ausleihen, mal schauen.
Wir werden sehen. Campo an sich auch zu inkonstant. Tor 30 Partien und nur 7 Torbeteiligung ist ein bisschen wenig für einen Zehner. Durchschnittswertung ist jetzt auch nicht so top. Vor allem, wenn wir halt zu viel Bunyaku haben, brauchen wir ihn halt tatsächlich nicht wirklich. Können wir echt überlegen, ob man ihn verkauft. Weil mit den 2 Millionen kann man wenigstens noch ein bisschen was machen dann. Beziehungsweise 3, 4 kriegen wir bestimmt aus ihm raus. Tizian Tucci war ausgeliehen. Lief jetzt nicht so optimal, aber können sogar als Linksaußen. Mit Vichy müssen wir mal schauen und Presley Poulou. Ja, Poulou auch in Ordnung Spiele gehabt, dafür, dass es jetzt seine ersten 5 waren bei den Profis. Müssen wir einfach mal schauen, jetzt, was uns da der Kader hergibt, was uns die Transfers hergeben und dann weiterschauen. Van Wolfswinkel wird eh wechseln. 3 Tore in 11 Partien. Ja, hat eigentlich immer ordentlich gespielt. Bis auf da, wo er dann keinen Bock mehr auf uns hatte. Aber gut, soll er machen, wie er will. Sein Marktwert ist tatsächlich nochmal ziemlich gesunken. Naja, gut. Arthur Cabral. Absolute Maschine. 33 Spiele und 34 Torbeteiligung. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Hat auch die drittbeste Durchschnittswertung. Die wird tatsächlich nur getoppt von seinem Stürmerkollegen. Daniel Lescott, 12 Spiele, 7 Scorer. Von dem hat niemand gedacht, glaube ich, dass der so durchstartet. Und auf den bin ich richtig stolz. Den werden wir auch wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal halten. Auch direkt mal von der Leihliste runternehmen. Als zweiten oder dritten Stürmer. Wenn wir dann schauen. Was machen wir jetzt? Wir haben 4 Torhüter. Ne, warte mal. Felix Gebhardt. Ah, okay. Digga, der hat sich fast nur verschlechtert auf Leihe. Dann kommt er tatsächlich doch nicht in Frage. Und zwar, wir haben 4 Torhüter. Zwei Stammspieler-Aspiranten, die werden das auch unter sich ausmachen. Willi wird auf jeden Fall shit. Wann hat der Geburtstag? 9.11. Warte kurz, sind das amerikanische Daten? Nee. Am 9.11. Fuck, dann können wir die noch gar nicht ausleihen. Okay. Dann wird der weiterhin U21 spielen. Dafür wird Nikolic fest wechseln. Auf die Transferliste mit dem Bruder. Es tut mir leid, wir hatten eigentlich vor, ihn als Stammkeeper aufzubauen. Aber letztendlich haben wir dann noch die Option gehabt, einen neuen Keeper zu holen. Plus Heinz Lindner hat richtig gut gespielt. Das heißt, für ihn ist leider Zeit zu gehen. Zwei junge Torhüter ist dann, glaube ich, einer zu viel. Und ja, schade. Aber so ist der Fußball, ne? So, Rechtsverteidiger. Silvan Widmer werden wir nicht auf die Transferliste machen, weil das sein Marktwert einen Tick schmälern würde, wahrscheinlich. Deswegen, der wird aber mehr oder weniger sicher verkauft. Isufi hätte ich gern weiterhin als Backup. Ja. Der soll das auch bitte weiterhin spielen. Hier. Und wir werden uns einen neuen Rechtsverteidiger wahrscheinlich zulegen. Gabriel Levante werden wir mal versuchen zu verleihen. Mal gucken. Vielleicht gibt es da Interessenten, vielleicht auch nicht. Möglicherweise müssen wir ihn auch verkaufen, was wahrscheinlich auch nicht so schlimm ist. Wir werden es wahrscheinlich verkraften. So. Albian Haidari. Da werden wir jetzt nochmal eine Anfrage machen. Den hätte ich nämlich auf jeden Fall gerne. Wie gesagt, als vierten Innenverteidiger hinter Lovink, Tschömert und noch einem dritten. Möglicherweise Klose. Ist aber dann die Frage,
ob Kruse erstens das Gehalt wert ist und ob Kruse die Ablösesumme wert ist. Jasper van der Werf wird gehen. Das ist schon mal sicher. Der hat auch nur noch 1 Million Marktwert. Also theoretisch wäre van der Werf auch nochmal eine Option, aber dann haben wir vier junge Verteidiger. Das ist, glaube ich, nicht die beste Option. Deshalb machen wir erstmal weiter mit den Linksverteidigern. Rocha wird gehen, keine Frage. Petretta werden wir wahrscheinlich gehen lassen. Werde ich aber auch noch nicht auf die Transferliste setzen, weil möglicherweise müssen wir ihn behalten, wenn wir nicht genug Geld haben. Dahinter würde ich gerne mit Kadai spielen, würde den gerne aufbauen diese Saison. Dann möglicherweise ab nächster Saison als Stammspieler. Ich sehe da das Potenzial in dem. Ich denke, ihr auch. Ist halt Stier, dass er sich verletzt hat. Aber der wird es auf jeden Fall noch gut machen. So. Dann Yannick Marchand werden wir verkaufen. Können wir auch einfach so schon mal auf die Transferliste packen. Ich glaube, da wird nichts Großes bei rumkommen. Ich denke, für den Puder war es das bei uns. Ist sicherlich ein konstant guter Spieler, ein ordentlicher Spieler, aber letztendlich war mir das zu wenig, was ich von ihm gesehen habe. Deswegen werden wir versuchen, Fazlić hinter Xhaka wahrscheinlich aufzubauen. Da müssen wir uns kein Top-Talent kaufen. Wir haben zur Not immer noch Frey, der auf 6 spielen kann, falls das mit Fazlić nicht klappt. Und wie gesagt, wir werden versuchen, die Jugend einzubauen. Und daran werde ich mich auf jeden Fall auch halten. Deswegen werden wir das mit den beiden auf der 6 hier probieren. Dann eins offensiver. Box-to-Box-Spieler kommt in Frage. Kasami, Frei, Chipperfield. Und das war's. Der lernt Box-to-Box, glaube ich, ne? So. Theoretisch könnte man die drei hier halten. Und Chipperfield als fünften von den vier ZMs mitnehmen und seine Einsatzzeiten geben. Theoretisch sogar auch ein bisschen offensiver, ja, wobei der ist halt so schwach. So, und dann hätte man Buljaku, Zufi, Campo für die offensivere Position. Und da ist halt das Problem. Campo ist eigentlich überflüssig und ich denke, wir werden ihn verkaufen. Wir können das Geld gut gebrauchen. Und ja. Es fällt mir schwer, weil er ist sicher ein guter Spieler. Und wenn wir ihm ein bisschen Vertrauen geben, hätten wir auch sicher mehr aus ihm rausholen können. Oder er hat uns mehr zeigen können. Aber letztendlich vertraue ich da zu viel und bin Bunyaku dann doch noch einen Tick mehr. Und die haben dann das Rennen einfach für sich gemacht. Padula wird ganz klar verkauft. Keine Frage. Edon Čechrova hätten wir für die Außen mit Stocker, mit Von Moos, Pululu, Vichy, Tuschi und dem anderen Pululu. So, wie ihr hier seht. Stocker wird verkauft. Ganz klar. Das habe ich mehrmals gesagt, das werde ich jetzt auch so durchziehen. Der hat mir leider nichts gezeigt, was ihn als Kapitän rechtfertigen würde. Čechrova würde ich gerne behalten. Pululu würde ich gerne behalten. Von Moos theoretisch ja. Wenn aber ein Angebot kommt, sind wir auch offen. So, und dann hätte ich gerne noch einen starken, einen wirklich starken Außen. Das heißt, müssen wir hier mal ganz kurz eine Liste machen, was wir für Spieler brauchen. Und zwar brauchen wir einen Rechtsverteidiger. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Warte, wir machen das nach Priorität.
Digga, ich muss das ausschreiben, sonst vergesse ich das. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Linksverteidiger tatsächlich nicht ganz so wichtig. Sechser, Mittelfeld sind wir gut. Wir brauchen noch einen guten Außen. Einen guten offensiven Außen. RFLF. So, und dann brauchen wir noch einen guten Stürmer-Backup eigentlich. Beziehungsweise theoretisch einen alternativen Stürmer, falls Cabral wechselt. Aber da müssen wir dann halt spontan handeln, denke ich. Da werden wir auch sicher einen finden. Ist aber an sich nicht schlecht, wenn wir uns als unterste Priorität noch den Stürmer mit aufschreiben. Das ist tatsächlich keine so dumme Idee, denke ich. Warte, muss ich das mir hier offen lassen. So. Das heißt, wir bräuchten hier drei, maximal vier Außenspieler von denen. Wir hätten hier mit Pululu, Moos und Cecova hätten wir drei. Das heißt, wir können einen von den Jungen maximal behalten. Es wäre Vichy, Tuschi oder Polulu. Tatsächlich würde ich sagen, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, dass wir Vichy erstmal einfach nur ausleihen. Vielleicht wird er sich woanders nochmal etablieren können, vielleicht auch nicht. So, und jetzt ist die Frage: Tuschi ist halt schon der älteste von allen. Er hat es bei seiner Leihe auch nicht wirklich überzeugt, sodass wir sagen müssen, boah, Digga, der wird safe bei uns spielen. Ich meine, das war zweite Liga und die waren dort. Na kurz, wie viele sind die geworden? Die spielen Relegation dort. Ja, die haben sogar noch einen Spieltag. Spielen wahrscheinlich Relegation dort. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er es schwer hatte. Und hat da halt, ihr seht die Stats hier. Das ist halt leider ein bisschen arg wenig. Deswegen würde ich fast sagen, wir behalten Presley Pululu und leihen Tuschi eher nochmal aus. Und Tuschi, ja, Leihvertrag nochmal weiterhin möglich. So, von Wolfswinkel geht. Vesco als zweiten, dritten Stürmer, eher als dritten Stürmer behalten. Und Cabral natürlich vorne drin als Stürmer, Digga, das ist unser Topstar. Der wird auch so schnell nicht mehr wechseln. Also. Außer wir kriegen ein gutes Angebot, aber der wird nicht von uns aus wechseln. Und so wird wahrscheinlich der erste Kader aussehen. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir hier jetzt schon mal durch? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hier machen wir dann in der neuen Saison, wenn wir sehen, welche Verträge ausgelaufen sind, welche nicht. Wir können das jetzt auch mit Filter machen, aber da habe ich jetzt erstmal gerade keinen Bock. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz unsere Kandidaten an, die wir hier haben, auf unserer Auswahlliste. Sind ja teilweise, na, wir haben halt die neuen Berichte noch nicht. Wir gehen jetzt trotzdem mal die Suche durch nach Rechtsverteidiger ist theoretisch am wichtigsten. So, da haben wir Adam Smith, aber der wechselt leider woanders hin. Tormena haben wir gesagt, der ist aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, war der uns nicht gut genug. Über den haben wir schon im Winter nachgedacht. Der ist halt wirklich mehr Innenverteidiger als Außenverteidiger. Auch mit seinen 1,92. Und Colin Dagba wäre halt echt interessant. Colin Dagba finde ich halt echt interessant. Keine Ahnung. Der hat echt gute Stats und der ist halt offensiv stark, ne? Das ist halt wichtig. Boah, der Dagba sieht echt interessant aus. Der, wo ist denn der normale Scouting-Bericht? Wir wollen nicht verkaufen. Aber sie wollen theoretisch verleihen. Das wäre halt echt eine Option. Oder? Hey, dankbar wäre halt echt eine Option. Wir können mal eine Anfrage starten. Vielleicht sind sie dann doch interessiert an dem Verkauf. Vielleicht auch nicht. Und dann halt unsere Außen müssen wir mal abchecken. Und zwar, das ist theoretisch, können wir auch offensiven Mittelfeldspieler umfunktionieren. Das ist jetzt nicht so das Problem. Sortieren wir mal kurz nach Fähigkeit, was da so ist. Noah Okafor. Der wäre tatsächlich ganz gut.
Ja, hat aber nicht wirklich Bock zu uns zu wechseln. Das ist halt dann das andere Problem. Dann Felipe Suarez. Stimmt, den hatten wir schon, aber der ist halt auch teuer. Hat keinen Bock auf eine Leihe und Interesse an einem Transfer ist auch so zweifelhaft. Preislich wird der wahrscheinlich auch zu teuer. Ich meine, Morenze, steigen die ab? Nee, ist ein Achter geworden. Wir können auch mal eine Anfrage hinschicken. Ich glaube auch nicht, dass das auch mit ihm was wird. Max Meyer ist halt für mich kein Außenspieler. Sonst würde ich ihn holen, aber Max Meyer ist halt für mich leider kein Außenspieler. Uros Vasic kommt sowieso noch. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. Wir müssen ja noch überlegen, welche Spieler überhaupt kommen. Wollen wir das irgendwo sehen? Transferübersicht in hier. Ruskin kommt noch. MZM, stimmt, da kommt noch einer dazu, deshalb müssen wir eh mit Campo gucken. Und Vasic kommt noch als Talent von FC Thun. Könnte interessant werden, könnte auch nicht interessant werden, wir werden es sehen. Hat ganz gute Statistiken in der zweiten Liga gehabt. Deswegen mal schauen. So, jetzt gucken wir nochmal kurz, was wir an Innenverteidigern haben. Wenn wir einfach mal weiter simulieren. Und zwar, ja, Campo wird auf die Transferliste. Wir werden jetzt einfach mal persönlich mit ihm reden. Und zwar, ja, warum haben wir auf die Transferliste gesetzt? Wir haben einfach, ganz ehrlich, wir haben einfach zu viele Optionen im Moment. Ich würde dich tatsächlich auch gerne um deinen Platz kämpfen lassen. Aber kann ich nicht, Bruder. Wir haben so schon zu viele. Wir werden wahrscheinlich noch einen abgeben müssen. Deswegen, mein Freund, wird schwer. So, Stocker genau das gleiche, aber Stocker ist das Problem. Guckt euch das an. Er ist unser Kapitän, stellt euch das vor. So, hier fängt's an. 5 Wochen verletzt. Alles gut, ist wieder fit. Man denkt, okay, 6 Tage ist jetzt nichts Schlimmes. So, und dann 4 Wochen. Dann 3 Wochen. Dann ist er aktuell wieder 2 bis 3 Monate verletzt. So, was erwartet ihr da, weißt du? Ihr müsst euch überlegen, in den Spielen, die er zwischendrin noch gespielt hat, hier, das war seine Durchschnittswertung. Und sowas war unser Kapitän, wisst ihr, und deswegen safe wird der gehen. Gar keinen Bock mehr auf den. Dieser Berater fuckt mich auch schon wieder ab mit seinem Streitlustig. Aber was sagen wir ihm jetzt? Naja, also letztendlich sagen wir einfach, er passt nicht zu den aktuellen taktischen Plänen. Bro, das, ganz ehrlich, das hat er mir die ganze Saison nicht gezeigt, deswegen. Auch wenn der mich jetzt wieder abfuckt und wenn am Ende der Kader abgefuckt ist, wir werden das schon wieder hinkriegen. Mit Widmer haben wir es auch hingekriegt, unser Rechtsaußen, der war ein bisschen abgehoben, als er ein paar Angebote aus der Premier League bekommen hat und dachte direkt so, ey, ich muss jetzt hier nicht mehr spielen, ich muss hier keine Leistung mehr bringen, ich kann Training scheiße machen, dies, das, wisst ihr. Und ja, Mann, der ist auch direkt abgehoben, aber mit dem haben wir es auch hinbekommen, wobei ich den jetzt im Sommer auch gerne wieder abgebe. So, und so 18-2, die dürften jetzt eigentlich. Digga, wie lange geht? Ach, das ist und so. Digga. Doch, U18-2 dürfte doch langsam fertig sein in ihrer Liga. Ah, die haben noch ein Spiel. Okay. Die haben 1-1 gegen Zürich gespielt. Und zwar. Herr Bruder, wie viele Dings gibt es da? Ach, das ist nur so Playoff-Ding-mäßig, ne? Und dann kommt Viertelfinale, okay. Gut. Neues Scouting-Budget. So. Bruder, das hätte ich mal gern. Komm, scheiß auf Hürden. Wir nehmen direkt Weltweit-Paket. Wir müssen hier mal ein bisschen Attacke machen jetzt. Wir haben vor allem die Liga mit 25 Punkten Abstand gewonnen, also da dürfen wir auch mal ein bisschen mehr für das Scouting in die Hand nehmen. Die wollen
Circa 11 Millionen für Felipe Suarez. Für was habe ich den nochmal angefragt? Ach stimmt. Ich wollte den theoretisch auf außen spielen, aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass der komplett gar nicht außen spielen kann. Ja, ich glaube also für außen ist, glaube ich, echt Peter Pusic die beste Wahl. Ja, das ist halt. Der Marktwert liegt bei 500k. Wir können mal mit seinem Marktwert starten, mal schauen, was sie dazu sagen. So, also Prozentsatz aus Verkauf und sowas habe ich nie Bock drauf. Werde ich auch safe nicht reinmachen. Top-Prämie können wir theoretisch reinmachen, aber gehen wir mal auf die 50. Nach 10 Toren. Also, ach komm, lass mir die 10 Tore drin. Gönnen wir ihm. Okay. Die wollen 60k nach 10 Toren, das ist in Ordnung. Hier gehen wir mal auf die 850. Okay, also die bleiben hier relativ hart. Okay. Wollen wir hier 75? Wir locken mal mehr oder weniger locken ein die 1 Million. Ich weiß nicht, was können wir ihnen denn noch geben? Meinetwegen, wenn er 50 Ligaspiele für uns gemacht hat. Machen wir 40, ist vielleicht ein bisschen attraktiver. Kriegt ihr nochmal 100k drauf. Sollten wir in der Euroleague ins Halbfinale kommen, geben wir euch nochmal 250. Ja, dann haben wir es eh, wenn wir da im Halbfinale sind. Hey Junge! Fuck mich doch nicht ab, Alter. Was habe ich euch für ein Angebot gemacht? Könnt mir doch bitte. Okay, machen wir hier die 50. Dann gehen wir von hier aus auf die 150. So. Mal schauen, was sie dazu sagen. Ja. So, Alban Haidari. Wollen Sie 1,3 circa? Prozentsatz des Verkaufs können wir von mir aus auch die 30 machen, das ist in Ordnung. So, jetzt ist halt die Frage. Der Junge ist halt ein Top-Talent, ne? Die andere Frage ist halt, er hat nur Jugendvertrag. Die andere Frage ist halt dieser 1,3 wert? Beziehungsweise, ja, für Juve schon, aber. Beziehungsweise sogar 1,7 wollen die. Ja, Ratenzahlung direkt raus. Wir gehen mal auf die 500. Gönnen ihn nach 30 und nach 50 was. Und ja. Nach 30 kriegt ihr meinetwegen nochmal 100k und nach 50 auch nochmal. Das ist, glaube ich, so ganz in Ordnung. Als Einstiegsangebot. Okay, die 500k sind für sie in Ordnung. Jetzt sind wir schon bei 1-1. Okay, darüber lässt sich reden. Pro Liga-Einsatz. Ja. Gehen wir auf die 10.000 hier. Nach Länderspiel-Einsatz, nach 10 Länderspielen 100k, Digga, das geht, glaube ich, in Ordnung. Der wird so schnell seine Länderspiele nicht machen. Haben wir hier die 110? Ach, machen wir 100, komm. Sind wir glatt bei 900.000? 1220. So wären wir sogar bei 1 Million. Es ist tatsächlich auch gar kein so schlechtes Angebot, ne? Also der Junge ist safe seine Million wert. Wir werden dir bestimmt für über 5, 6 bestimmt was verkaufen können. Ich will hier nur. Wer weiß, ob der überhaupt 50 Ligaspiele für uns macht. Wir gehen mal hier auf die 150 und dafür hier auf die 100. Perfekt. So ist, glaube ich, so das Beste, was wir machen können. Weil Alban Haidari, Bruder, der könnte tatsächlich interessant werden. Talent vor Durchbruch. Wir geben ihm mal nicht mehr, als er haben will. So. Vierjahresvertrag hätte ich schon gern.
Hier können wir mal auf die, ja, gehen wir mal auf 4K, bevor der rumheult wegen der Vertragslaufzeit. Alter. Loyalitätsbonus, von mir aus kann er die 15K haben. Beratergebühr. Ja, mach 1,5, komm. So, Auflaufprämie. Ja gut, das ist relativ uninteressant, was der hier hat. Okay, hat er gar nichts. Habe ich gern tatsächlich nie, oder zumindest auf einem Niveau mit den Torprämien, beziehungsweise ohne Gegentorprämie. Das ist, glaube ich, so besser für ja, es ist anspornender so und besser für mich, weil ich nicht so viel ausgeben muss, wenn er spielt und Scheiße spielt. Hier die 170 passen, jährliche Gehaltssteigerung rausnehmen und das habe ich auch nicht gern. Also am liebsten so. So, wir machen mal. Ne, wir machen es nicht fest, weil sonst heult er rum und will dann nicht verlängern. Gehen wir mal hier auf 4,5. Auflaufprämie meinetwegen die 300. Machen wir hier 257 und da 200. Okay. Jetzt nehmen wir, ja, wir können das nur festlocken. Okay, machen wir jetzt die 3 Jahre, bevor der jetzt ganz abbricht. Komm, mach meinetwegen hier die 4,8. Ja, machen wir es so. Komm, Bruder. Yes, Habibi. Dann haben wir sogar unseren Wunsch-Innenverteidiger. Sage ich euch ganz ehrlich. Den möchte ich unbedingt in meinem Kader haben. Wenn der jetzt kommt, das wäre optimal. Hier wäre tatsächlich unsere zweite Option für die Innenverteidigerposition. Unser dritter, vierter Innenverteidiger mäßig. Ist, glaube ich, auch nicht allzu schlecht, ne? Der wäre halt echt billig, ne? So im Vergleich. Oh, die wollen Yannick Marchand. Oh, der ist fast das gleiche wert. Digga, wollen die mich verarschen? Verpisst euch mal. Ratenzahlungen, das entscheide ich, ob ich die reinmache. So, das heißt, wir können mal theoretisch niedrig anfangen. Gehen wir mal ganz frech mit den 300.000 rein. Okay, die wollen auf jeden Fall Ratenzahlung drin haben, also entscheiden wir es doch nicht. Sagen wir mal 300.000. Meinetwegen machen wir 75.000 nochmal auf Raten. Nach 50 Spielen kriegt ihr nochmal 50, das ist, glaube ich, in Ordnung. Hier maximal 10 und nach Länderspiel einsetzen. Ist der Nationalspieler? Ja, okay. Nach 10 ein. Ja, dann nehmen wir das hier aber raus. Da wären wir im Moment bei 3,5. Also potenzieller Wert 5,25. Erste 10 Spiele, 10K sind halt schon wieder 100K, ne? Ah, Bruder. Da machen wir die 5.000 safe draus. Und da machen wir hier, das eine schöne Zahl ist, 25.000 draus. Und dann wären wir mehr oder weniger bei seinem Marktwert, beim potenziellen Wert. Und das gefällt ihm gar nicht. Muss ich jetzt gucken, dass wir uns da nicht verzocken. Was war das Anfangsangebot? Ich habe schon wieder vergessen. 575, glaube ich, ne? Nach Länderspieleinsätzen, nach 10 Spielen, weil die unbedingt Geld haben. Mal die 40. So. Bro, ihr werdet immer höher. Was soll das? Was ist los mit euch alle? So, hier machen wir maximal die 7.
Und hier. Bruder, ich will wieder auf die 525. Komm, Junge. Ja, ich kann einfach nicht rechnen, sonst würde ich das jetzt kurz nachrechnen. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, meinen Kopf jetzt anzustrengen. Meinetwegen die 65, komm. Wir schicken sie mal nicht verhandelbar ab. Mal schauen, was sie dazu sagen. Vielleicht haben sie Bock, vielleicht nicht. Pusit wurde abgelehnt. Oh, da haben auch ein paar dicke Vereine Interesse, ne? Das Angebot wird abgelehnt, okay. Das ist halt echt mehr wert, als sie am Anfang gefordert haben mit den 1,4. Wobei das hier halt auch nicht realistisch ist. Zumindest in nächster Zukunft nicht. Da bleiben wir mal bei den 250 hier. Meinetwegen, komm, nimm die 100k bei 10 Toren. Sollen wir hier auf die 1-1 gehen? Ungern eigentlich. Gehen wir lieber hier höher. Ich verhandle nochmal. Okay. Dann werden wir wohl doch auf die 1-1 gehen. Ey Jungs, das wird teurer als davor. Wobei, wenn wir das abziehen. Sollen wir einfach die 1,4 geben? Haben die da noch Bock drauf? Ja, okay, Bruder, das ist. Damit kann ich leben, glaube ich. Tamam. So, mitgenommen. Oberfemi-Spieler der Saison, Copa America Kader. Eurokader. Ja, das sind ehemalige Spieler. Wer ist denn aktuell dabei? Nur Tschömat, okay. Ja, Spielbericht brauche ich nicht. Holy shit, Bruder. Einfach im Finale 5-0 weggehauen. Die Armen, Digga. Ey, die Armen, Bruder. Halbfinale noch voll stolz, 1-0 gegen Zweitligist gewonnen. 2-1. Bruder, und das Finale, da kam die Realität. Krass, komm, scout einfach mit. Scheiß drauf. Die haben unser Angebot abgelehnt. Ach, Jungs. Ach, Jungs. Machen wir es auch anders, komm. Scheiß auf die ganzen Klauseln. Ey. Solch dumm Wichser. Komm, wenn ihr das unbedingt drin haben wollt, machen wir es so. Oder? Tamam. Der übertreibt es doch nicht, bitte. 100, 100, komm. Halte. Der verpisst euch damit. Haben wir uns ein bisschen verzockt, aber was soll's. Wir haben noch genug Spieler, die abgegeben werden müssen, wo ein bisschen Geld reinkommt, deswegen. Das passt schon so. So, Verhandlungen mit Peter Pusic. Wird auf jeden Fall erstmal Rotationsspieler angegeben. Wer weiß, vielleicht wird er irgendwann Stammspieler. Ja, ich hasse das, wenn wir Spieler reinreden, ne? Lass mich das einfach machen, ich bin der Trainer. So. Er will 17,25. Wie viel hat er bei Krasopas? 6 verdient. Okay, das ist halt dann schon ein kleiner Unterschied. Gehen wir mal auf die 13. Meinetwegen kriegst du 100k. Der Berater kann 10 haben. 850. Da auch. Hier 500. Jährliche Gehaltssteigerung. So, passt. Digga, guck mal, das ist doch mal ein entspannter Spieler, mit dem man verhandeln kann. Bruder, der stellt keine großen Ansprüche. Alles in Ordnung. Guck mal.
Guck mal, wie einfach das geht. Wie einfach man mit Spielern verhandeln kann. Peter Pusic, bester Mann, Digga, direkt Stammspieler. Weg Nummer 10, direkt Elfmeterschütze, darfst alles machen. So. Ja, Bruder. Da müssen wir eh ein bisschen verhandeln. Also, ganz so viel können wir dir nicht bieten. Gehen wir mal auf die 2, hier 2,5. Digga, du musst schon ein bisschen Abstriche machen, mein Freund. Das passt. Meinetwegen hier 2,5. Eieiei. Komm, 2,7, 2,7, 2,3. Ach, der hat nur 2 Jahre, Bro. Ich habe das übersehen. Okay, wir machen es anders. Sechsen. Okay, warte. War kein Problem. Wir gehen auf 44. So, sind wir uns einig? Top. So, Lobomir Sadka oder Sotka. Schon den aus. Schottka wahrscheinlich. Ach, Digga, ich bin kein Pole, wenn es einer im Chat weiß. Oder was ist der? Slowake. Wenn einer im Chat weiß, schreibt mal rein. Ist sogar vom Gehaltsgefüge okay, wenn Tim Klose dann eh geht. Ist wahrscheinlich sogar die bessere Wahl, ne? Ist halt 8 Jahre jünger als Klose. Safe die bessere Wahl. Okay, also ich glaube, wir werden Colin Dagba nicht mit Kaufoption kriegen. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir ihn so. So, jetzt ist die Frage. Wir holen uns erstmal Peter Pusic, deswegen verschieben wir den. Ich möchte erstmal Pusic fix machen und dann können wir immer noch über den diskutieren. Fuck mich doch nicht ab, Mann. Der hat doch Bock auf eine Leihe, gönnt ihm doch. Okay, wir machen es anders. Meinetwegen übernehmen wir 40% und eine monatliche Gebühr von 200.000. Also wir gehen. Warte, jetzt müssen die Mathekünste rauskommen. So, sind wir circa bei 2 Millionen, oder? Ja, ich glaube schon. Mit Kopfrechnen habe ich schon lange aufgehört. Ich überschlage nur noch. Zum Großteil kommt es hin. Manchmal halt nicht. Aber gut, scheiß drauf. Ach, die haben jetzt das letzte Spiel gehabt. Okay, wichtig. Hier. Warum spielen die immer vor allen anderen? Also ist jetzt eh scheißegal, weil sie Zweiter geworden sind dann in der unteren Gruppe. Aber trotzdem. Naja. Viertelfinale. Wir gewinnen 7-0. Ach, das ist mit Hin- und Rückspiel. Okay. Die Armen werden die zweimal abgeschossen. Na gut. Ja, nochmal 2-0 gewonnen, sehr schön, sind wir im Halbfinale. Ja, okay, scheiß drauf. Die wollen dankbar nicht ausleihen. Neue Rekordpunktzahl. Ey, Jungs, ohne Witz, wir haben so viele Rekorde aufgestellt. Wir haben Rekordpunktzahl, vereinsinterne Rekordsiege, also meiste Siege. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Längste Ungeschlagen-Serie. Ich glaube, längste Siegesserie haben wir sogar auch mitgenommen. Die haben die ganze Liga auseinandergenommen. Ja, Gebhardt, Bruder. Du bist gefühlt sportlich mit abgestiegen mit denen. Du warst auch mal ein Talent, jetzt nicht mehr. Okay, darum kümmern wir uns erst nach der Sommertransferphase, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Die wichtigsten sind ja verlängert. Ja, die wichtigen sind verlängert. So, in Vorbereitung auf die anstehende Transferperiode haben wir ein Meeting arrangiert, um die Strategie abzustimmen. Tamam. Gehen wir mal hin.
Geldbudget-Einheiten. Also eigentlich, sage ich euch ehrlich, weiß ich selber, ne? Eigentlich weiß ich selber, wo wir Verstärkung brauchen. Digga, da müssen die mir gar nicht reinlabern. Scheiß auf die. Cabral wird Torschützenkönig. Maschallah. Komm her. Glückwunsch, Bruder. Glückwunsch. Arthur Cabral wird mit Torschützenkönig der Raiffeisen Super League. Wird mit der uns. Bester Mann. So, das sind unsere ausgeliehenen Spieler. Padula wechselt. Der wird auch wechseln, obwohl es mir ein bisschen weh tut. Aber wir haben halt zwei starke Keeper. Tuschi wird nochmal ausgeliehen, der wird bei uns bleiben, der genauso. Ja, gut, die drei hier. Meinetwegen können wir machen, was wir wollen. Der wechselt eh. Der wechselt auch. Und der wird wahrscheinlich U21 weiterspielen. Monatliche Leistungsbeurteilung. Ey, wir haben nur Rekorde gebrochen. Wir haben mit 25 Punkten Abstand die Meisterschaft geholt. Und einfach unser Vorstand gibt uns da 2 Minus. Es ist so frech. Am besten diesen Vorstand direkt rausschmeißen, direkt eigenen Verein machen, die ganze Verein übernehmen. Nikolai Riedmann, okay, der hat auf einmal Bock, schießt uns mehr oder weniger ins Finale. Budget angleichen. So, der ist nämlich noch wichtig. Ob das jetzt mit Sotka noch klappt, werden wir sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal schauen. So, wir schauen mal kurz, ob der mittlerweile Bock hat. Komm mal her, Bro. Der hat sich immer noch nicht entschieden. Es sind nur noch drei Vereine, an die ihn interessiert. Der hat sich bei so vielen verkackt. Was ist das denn für ein Idiot? Er wäre halt auch die Alternative zu Sotka, ne? Könnte man halt echt machen. Vergleichen die beiden mal. Ach, Junge. Hier. Zwar normale Verteidigerrolle. Deckung. Tackling. Ja, okay, Digga, die sind halt echt so auf einem Level gefühlt. Wir probieren es mal. Wenn er Bock hat, dann wird der vielleicht die Alternative zu Sotka. Das hast du mir nicht zu sagen. Oh nein, sowas hasse ich ja. Der will 39 bis 57, verdient aktuell 15. Okay. Sollen wir einen 4-Jahres-Vertrag besuchen? Wir gehen mal auf die. Wir probieren es mal mit 35. Ja, wobei. Gehen wir auf die 37. Loyalität. Alter, Digga, ich kann nicht mal mehr reden. Loyalitätsbonus. 59. Bro, ich habe halt nie Ahnung, so was da ungefähr jetzt richtig ist. Berater meinetwegen 10k. Auflaufprämie. So, die beiden wieder raus. Die waren nicht geplant. So, hier kriegt er mal 1,5. Da kriegt er meinetwegen auch 1,5. Und hier kriegt er 600. Was er sagt. Ja, und da seht ihr, wovor ich bei sowas immer Angst habe. Auch Junge, ich hasse es. Ich hasse es, Mann. Bruder, er denkt aber auch, er ist Superstar, ne? Meinetwegen 70k, komm. 350. Komm. Berater schleimen wir uns ein bisschen ein. Der kriegt die 75. 4. Meinetwegen 4. 2. Ausstiegsklausel raus. Ja. Das ist dann halt immer das Problem. Sollen die mir doch einfach ihr Angebot machen, so?
So, als hätte er jetzt, als müsste er jetzt so geheimnisvoll. Wir können das Budget angleichen, dann können wir ihn sogar holen. Dann hätten wir unser Innenverteidiger-Problem tatsächlich gelöst. Das wäre echt stark. Komm, machen wir. Dann kann ich sogar meinen Notizblock direkt mal rausstreichen. Innenverteidiger. Bam. Weg. Wichtig. Das ist jetzt ziemlich gut. Das ist jetzt echt ziemlich gut. Das heißt, unsere neue Baustelle bleibt der Rechtsverteidiger. Und da müssen wir jetzt langsam mal gucken. Da müssen jetzt langsam mal die Scout-Berichte reinkommen. Die gewinnen wieder 3-0. Sehr stark. Jetzt spielen wir im Finale gegen Young Boys. Komm, Jungs. Komm, Jungs. Macht die auch so weg, wie wir die weggemacht haben. Erwartete Einsatzzeiten für die neue Saison. Ey, das ist mir scheißegal. Zur Not mache ich 1 gegen 1 gegen die und dann läuft das wieder. Frei, Kasami, Cabral, Cekova, Lindner in Top-Verfassung. Maschallah. So will ich das sehen. Mannschaftssitzung zu Beginn der Saison. Wir sollten eine großartige und definitive Chance sein, ihre Ziele für die Saison zu erfüllen. Yes. What the fuck? Nein, ich habe mich verklickt, Digga, weil das ist das letzte. Ja, scheiß drauf. Ey, Junge, egal, scheiß drauf. Ich möchte jetzt keine Versprechen abgeben. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Ich hätte gern mehr Zusagen von Ihnen erwartet. Ja, Junge, heul jetzt nicht rum. Besser als wenn ich sage, dass ich dich verkaufe, oder? Super. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt, Jungs. Perfekt. Xhaka zum Kapitän. Ja, der wird über kurz oder lang auch Kapitän sein.